Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim with Mods. Ja, nach wie vor sind wir in dieser Imsluft oder so ähnlich Ruine unterwegs und haben uns dann vorgekämpft bis zu dieser Tür hier und ja, genau da machen wir jetzt weiter und gehen jetzt mal direkt hier rein. Oder raus, je nachdem. Ja, hier ist schon viel kaputt. Okay. Achso, nee, das war nur mein Falke. Mehr kaputt, viel kaputt. Ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Da fragt man sich natürlich, was hat die ganzen Apparaturen hier gekillt? Da entsteht noch einer, oder? Ah, Falmer. Vielleicht schaffen wir es ja, ihn ein bisschen zu assassinieren mit dem Dolch. Mal gucken. Problem ist, er läuft schneller als wir. Boah, ein Schattenmeister. Ja, komm. Nicht schlecht, der Kollege. Hat ganz schön draufgehauen. Seit Forge jetzt auch noch gar nicht, aber auch bis hier ist die Synode gekommen. So, zack, bisschen Licht wieder. Obwohl, gibt hier irgendwie nicht was zu holen, ne? Also bis auf ein paar Kleinigkeiten. Was war das? Ich kann mich auf die Bank setzen, ja, das ist sehr angenehm. Gut, in echt wäre ich natürlich dankbar, wenn man hier die ganze Zeit rumläuft. Tut die Füße auch mal weh, ne? Oh, den Fingerbein hätte ich nicht mitnehmen sollen, der war zu schwer von Preis-Leistung her. Ist echt noch an? Bringt irgendwie gerade nicht so viel, wie ich mir erhofft hätte. Zack. Zack, zack. Nein. Da oben ist der nächste Fall mal. Und damit ist er erstmal hin. Kann ich ja gleich wieder verkaufen gehen. Ah ja, aber gut, das ist halt so. Ja, wie gesagt. Ich gehe verkaufen und machen wir gleich hier weiter. So, ich bin ein bisschen eher eingestiegen, erinnert euch vielleicht. Letztens sind wir hier lang gegangen. Und das war ja der richtige Weg offenbar.
Und hier hatten wir da schon das Kleine zerstört. Und hier gibt es noch ein bisschen was zu holen anscheinend. Deswegen gehen wir erstmal jetzt hier lang, ehe wir da weitermachen, wo wir eigentlich gerade, ja, sagen wir mal, zurückgegangen sind. Weil hier wird es wohl noch ein bisschen was geben und das lohnt sich natürlich. Was ist das da? Thema Hebel, ja. Könnte man, brauchen wir aber nicht. Nein, nein, nein. Ja. So. Nur für einen Meister aufzuschließen. Das wird also für uns sogar schwer, wie man sieht. Ein vorsichtiger Trug war schon zu viel. Ja, Gott sei Dank, wir haben haufenweise Dietriche. Ah, der Winkel ist schon mal gut. Das ist schwer mit dem Controller, der hat eine sehr, sehr kleine Todzone. Und das ist ja doch eine etwas empfindliche Sache hier. Gucken wir mal, wie das ist. Nein. Okay, also wir müssen wirklich schon weiter nach rechts. Auch nicht ganz runter. Das könnte gut kommen. Mal schauen. Ja, perfekt. Okay, das ist nichts. Hier geht es also nur um diese schöne Truhe. Dietrich Gold brauche ich nicht. Okay. Das war es jetzt nicht wirklich wert, muss ich leider ehrlich so sagen. Aber gut. Haben wir das auch? Wissen wir, okay. Wie vermutet, ist da eine Sackgasse. Alles gut, alles schick, alles schön. So, hier sind wieder die Dinger, die einen runterschubsen, eventuell. Stehen bleiben. Na, wann geht ihr los? So. Wollen Sie einen runterschubsen lassen, wenn wir es vermeiden können? Es ist nebenbei ein ganz schön langer Weg mittlerweile schon. Das war die Tür, wo wir heute gestartet sind. Ich hoffe ja eigentlich, dass wir heute hier noch durchkommen. So ein bisschen mein persönliches Ziel. Muss natürlich auch erst orientieren, bis wohin wir gekommen sind. Hier war der Falmer. So, jetzt mach schon langsamer. Ich glaube, hier ungefähr waren wir. Ich gehe jetzt an Sicherheitshalber hier in Schleichstellung. Den erinnere ich mich, den haben wir Pfeil und Bogen geholt. Ich glaube, hier sind wir dann umgedreht. So. Sieht erstmal nach einem sehr leeren Raum aus. Könnte aber auch darauf hindeuten, dass wir bald auf einen Centurio treffen, also auf einen der großen Maschinen. Weil die brauchen natürlich auch entsprechend ein bisschen mehr Platz. Da sind haufenweise Falmas. Die kommen wieder. Läuft mir ein bisschen schnell durch die Gegend. Er ist so gut wie hin. Sehr schön. Nehmen wir natürlich, nehmen wir auf jeden Fall auch. Sehr gut.
Jojo? Ja. Hat echt viel aus der Kerzen, das Kerzenschein manchmal. So, bring das wieder ein bisschen Licht ins Dunkel. Zwergenspinne hat es zerlegt. Aufschließen, Tormeister. Wird bestimmt irgendwo was zum Benutzen gehen, das wir gerade jetzt nicht machen können. Aber wir versuchen es einfach. Oh, Toxine. Mal davon abgesehen, dass die gegen Maschinen höchstwahrscheinlich gar nichts bringen. Oh, das war schlecht. Wiegt viel, bringt wenig. Das war nicht gut. Ja, ich habe gedacht, das wäre die, aber das sind andere. Okay. Sieht halt ja auch ein bisschen anders aus, muss ich gestehen. Mein Fehler. Okay, na dann. Gut, versuchen wir mal links rum. Fast. Ein Müh daneben. Okay, also es ist nah oben. Gucken wir mal so. Noch ein Stück weiter. Ja. Nein. Ja. Ja. Nein. Nein. Ja. Das bist du selber, ne? Manchmal schwer zu erkennen, je nachdem, wie viele Einzelteile die haben. Ja. Aber warum so viel Mühe, so einen Raum aufzuschließen? Also, wenn er jetzt gesagt hätte, die gehen dann auf, weil man eine Falle auslöst und dann kommen die alle rausgeströmt, okay. Aber so. Weil das sieht so aus wie eine Öffnung, als wenn da was rauskommen könnte. Das könnte eine Kiste sein? Ist aber nicht, ne? Nee, ist einfach nur irgendein Steinornament. Gewicht 2, Wert 15, ja. Aber auch ein langer, langer Dungeon. Mein lieber Scholli. Ich meine, ich finde es ja gut an sich. Was dann halt für die Let's Plays aufzuteilen, ist dann immer so unschön. Ich fühle mich aber auch nicht 2 Stunden am Stück, was andere hoch. Ein Kaurus, der hat mich schon gesehen. Er kann jetzt nicht viel machen, außer direkt kämpfen. Falls wir es brauchen. Ich glaube es ja nicht. Gut. Ich sagte ja, falls wir es brauchen. Ich habe nicht gesagt, dass wir es brauchen. Chitin, ein paar Eier. Ach, nur Erz. Eier, muss man mal aufpassen. Mit den Mods kommen ja auch mal ein paar Tierchen dabei raus. Ja, ist auch noch okay. Also vom Aussehen her ist der Orksche zwar hinter mit einem der coolsten, finde ich ja persönlich. Da seht ihr direkt, da ist ein Kaurus. Versuchen wir es mal. Wir sind stark genug, dass wir einen Fehler aushalten. Ihn mit Bombardement klein zu kriegen, okay. Scheiß drauf, ach, wir sind toll. Ehrlich, der steht noch mit Strich. Oh.
Du bist ein anderer. Aus Chitin und Eier. Kerzenschein hätte ich gerne wieder ausgerüstet. Bam. Dann sind wir wieder Wald voll. Preis-Leistung sind schon verkehrt. Ein bisschen Mondstellen wieder. Macht uns allerdings auch nicht leichter. So. Drosseleier, ja, ich glaube, damit kann man was anfangen. Sehr gut. Perfekt. Akzeptabel. Das sah aus wie Erz, ist auch nicht. Okay, das ist eine Falle, aber keine Ahnung, wo der Auslöser ist. So, ein bisschen weiter gucken, gucken, gucken. Nee, das ist eine Pflanze. Ah. Hallo Synodenmensch. Also hier kann ich ja nicht durch, aber jetzt mal unnütz, ich werde wohl durchschießen können. Du kommst auch nicht da durch, du musst auch einen Umweg laufen. Und das überlebst du nicht. Wow! Dafür, dass du aus dem Handgelenk geschossen hast. Ja, ja. So, der hat einen Stab, das bringt wieder viel Geld. Boah, Wahnsinn, die Stäbe, die bringen immer ordentlich Kohle, ne? Muss ich mal so sagen. Wow, so schnell wollte ich nicht durch. Ja. Ich bin voll. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe verkaufen. So, da sind wir wieder. Und der Schlaue. Nee, der hatte nichts mehr. Okay. Ah, du warst der noch hatte. Alles klar. So. Ich sehe das schon von der Zeit her. Wird es heute nichts, das komplett zu kriegen. Das nimmt einfach kein Ende. Wir haben hier eine Tvemo-Ruine und anscheinend haben sich die Falmer ja da durchgegraben. Ja, ihr wart auch hier. Aber viel Zungen gab es da drin nicht. Schade, hatte so ein bisschen gehofft, dass wir es fertig kriegen. Aber vielleicht noch ein interessanter Fakt. Für die Mods, also es gab ein Update und ja, die Texturen, was ich letztes Mal sagte, funktionieren wieder. So, die holen wir. Sehr schön. Noch jemand? Nein? Sehr gut. Bing, 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 so. Ah,
Das Schöne an den Falmer-Sachen ist, dass es halt immer haufenweise Schimmerpilze in der Regel gibt. Leider habe ich nur nie die Lore verstanden, vielleicht gibt es die auch gar nicht, wie die Twemer und die Falmer zusammenhängen. Ich meine, man weiß, die Falmer, die lebten unterirdisch, die Twemer sind eine vergessene, verloren gegangene Zivilisation. Okay, so weit, so gut. Aber irgendwie scheinen die ein Konflikt da zu sein. Also irgendwie Falmer und Twemer-Ruinen hängen irgendwie immer wieder miteinander zusammen. Also wer da die Lore vielleicht etwas besser kennt, kann mir da gerne mal Bescheid sagen, ob er das weiß. Trotz des Lichtsiermischens, das ist natürlich geil. Boah, ein Schattenmeister. War das jetzt gemein? Ja, aber sehr effizient. So, den Schild wissen wir, den brauchen wir nicht. So, Kerzenschein, Kerzenschein muss irgendwo bei K hier sein, da. Die Frage aller Fragen, geradeaus, Tür. Okay, da geht's wohl noch weiter. Nehmen wir erstmal Tür. Aufschleiß, schließen Meister. Ist immer schwer. Okay, ganz oben war es wohl nicht. Nein. Ja, das sieht gut aus schon mal ein bisschen. Ah, fast. Also nicht ganz runter, ein kleines Stück drüber. Was meint ihr Leute? So, ha? Okay, das war ganz schlecht. Okay, also wirklich ganz rechts und dann in Mühe nach oben. Komm, komm. Das war wahrscheinlich schon wieder zu viel, ne? Nee, passt. Perfekt. Boah. Kennt man ja nichts. Ja. Ja. Der Mond Lorcan. Ah, das ist also so ein Buch, was Fertigkeitspunkt bringt. Wer es noch nicht kennt, wo gemerkt, ich hasse es anscheinend schon. Ist eine coole Sache, finde ich gut gemacht. Und ich auch so ein Schlauch hier rum mit zweimal Kerzenschein. Ehe ich das hier abbaue. Nur ein Klick? Nee, gut. Bam, das Mörderlicht und das Wartlicht. So. Tatsächlich glaube ich, wie gesagt, wir müssten von der Zeit langsam aufhören. Ich würde allerdings auch gerne einen schönen Schlusspunkt finden. Aber hier geht es ja immer weiter. Experte, das ist ja dann fast schon einfach wirklich mit Meister. Ja, das ist schon besser. Mal gucken. Zack. Tür auf, Tür zu. So. Und dann Attacke. Wo ist er? Interessant, wie der zerfällt. Boi, ja, bringt. Keine Ahnung, was das. Ach, alles klar, ein bisschen drehen, dann erkennt man es. Ernsthaft eine Lehrlingtruhe? Ich habe jetzt mir auch nicht Mühe gegeben, weil ich mir gesagt habe, ihr seid Lehrling, ne? So. Du hast. Ah, jetzt. Weil vor uns konnte ich ihn nicht ausnehmen. Steinbett, ja. Klingt sau bequem. Ja, die Zwerge sind halt harte Kerle hier. Oder Twemer. Gut, okay. Es sieht so aus, als würde es noch ewig weitergehen. Deswegen entscheide ich mal, dass wir hier einen Break machen.
Wie immer hoffe ich natürlich, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Immerhin Skyrim ist cool. Und ja, ansonsten sollte ich sagen, macht's gut und macht's noch besser. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss!